erst kommt ein großer Buchstabe. Welcher ist der große? Marlin unterstützt Antonia beim Wörterlernen in der gelben Gruppe an der Kinderschule in Bremen. Die Gruppen mit den bunten Namen sind gemischte Klassen aus den Jahrgängen 1 und 2 und 3 und 4. Alle pädagogischen Mitarbeiter an der Kinderschule kümmern sich um alle Kinder. Da machen wir gar keinen Unterschied. Ich glaube, das ist es einfach, dass wir dieses Defizitäre nicht sehen. Wir sehen nicht das Defizit bei den Kindern, sondern das, was sie können. Und so sehen dann die Kinder das auch und bestärken sich auch gegenseitig in ihren Tun und ihren Machen. Gibt es Kinder, die Lust haben, zum Porträtzeichnen zu kommen? Lernen ist etwas Positives und soll Spaß machen. Die Kinderschule ist eine staatliche Modellschule. Seit 2009 werden hier behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet. Die Lerngruppen der Kinderschule arbeiten mit Doppelbesetzung. Schulbegleiter werden als zusätzliche pädagogische Ressource für alle Kinder eingesetzt und kümmern sich ganz bewusst nicht nur um die Schüler mit besonderem Förderbedarf. Ziel ist die Einbindung in die Gruppen und vor allem Selbstständigkeit auch für diese Kinder. Es geht ja darum, normale Beziehungen zu lernen. Und deshalb haben auch manche Kinder, die sonderpädagogischen Bedarf haben, die haben auch was zu lernen. Die haben genauso zu lernen, sich zu bedanken. Die haben genauso lernen, selbstständig zu werden und sich nicht bedienen zu lassen. Die haben zu lernen, sich an die Regeln zu halten, soweit sie dazu in der Lage sind. Also da gibt es auf der Ebene Gleichberechtigung und trotzdem auch eine Würdigung für das, was sie in der Gruppe leisten. So, also diese Sonderbehandlung und all das, was daraus entsteht, die wollen wir wirklich vom Tisch kriegen. Da unten ist ein Gespenst, flüsterte Tom. Es hat mich gewürgt und der Rest ging in Loden. Nebenan in der blauen Gruppe mit Jahrgang 3 und 4 lesen die Schüler Texte aus einem Gespensterbuch vor. Vormittags haben sie Deutsch, nachmittags Mathe. In der nächsten Woche ist es umgekehrt. Die Leistungen der Schüler liegen im oberen Durchschnittsbereich. Die Atmosphäre an der Kinderschule ist familiär. Es fällt kaum auf, wer Dritt- oder wer Viertklässler ist, wer Förderbedarf hat und wer nicht. Aber vorlesen wollen sie alle. Und Lola erzählte allen Leuten, dass ihr Bruder... Ich finde, die Kinder, die sind toll. Die gehen immer wieder weiter, weiter, weiter und erreichen dadurch ein wahnsinniges Selbstbewusstsein. Also wenn sie jetzt letztes Jahr in die Gruppe gekommen wären und zugehört hätten beim Vorlesen. Heute ist es so, dass die Kinder sagen, ich will. Also die wollen vorlesen. Und auch Kinder, die dann Probleme haben, die kriegen kleine Textabschnitte und lesen dann und erreichen dadurch einfach wahnsinnig Anerkennung. Ne? Sie fühlen sich gut, sind einfach, ja, weil sie was erreicht haben, weil sie einfach Spaß daran haben, was sie machen. Guck doch einfach mal, ob dich da was interessiert. Die Kinder suchen sich eigene Schwerpunkte innerhalb eines Themas und arbeiten an Dingen, die sie interessieren. Schulleiter Papke und seine Kollegen halten sich im Hintergrund und bieten Unterstützung an. So viel wie nötig und so wenig wie möglich. Detlef, hast du einen Gespensternamen für ein Kind? Sag mal selber, was deine Idee ist. Na, ich weiß es nicht. Schaut doch mal die anderen Kinder. Also das Verständnis ist wirklich, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und immer zu gucken, wo stehen sie gerade. Was ist der nächste Punkt in der Entwicklung, der für sie wichtig ist? Und da begleiten wir sie. Die Pause auf dem großen Schulhof mit Wasserpumpe, Spielgeräten und Bolzplatz verbringen die Kinder ohne Lehreraufsicht. Zum Konzept der Kinderschule gehört, den Kindern auch unbeobachteten Raum zu geben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder sich gut selbst regulieren draußen auf der Pause. Also wir haben ja bestimmte Regeln, die alle Kinder kennen. Und Grenzen. Und wenn wir nicht da sind, helfen sich die Kinder eben gegenseitig, wenn sie Konflikte haben. Haben aber auch die Chance, mal was zu machen, wo wir eben nicht drauf gucken in jedem Moment. Und so entstehen auch ganz schöne Bindungen unter den Kindern. Dreimal in der Woche trifft sich die ganze Schule nach der Pause in der kleinen Mensa zu einer kurzen Besprechung. Jedes Mal geleitet von Schülern. Auch die Erwachsenen müssen sich melden, wenn sie etwas sagen wollen. Heute werben sie für ihre Angebote, die tägliche Projektarbeit. Sie ist ein wichtiges Herzstück der Arbeit an der Kinderschule. Ich mach bitte heute wieder Graffiti an. Sascha ist da, der Graffiti-Künstler. Fang einfach an. Ziehen das, was wir jetzt vorher schon machen. Frag nicht so lang. Antonia aus der gelben Gruppe hat sich für das Angebot Liederclub entschieden, wo die Kinder, meistens jahrgangsgemischt aus allen Klassen, heute an einer Choreografie arbeiten. So dumb, low is no fun, und du bist schwer.
Sachunterricht, Kunst, Musik, Werken und Ethik werden an der Kinderschule in Form von solchen Angeboten unterrichtet. Du stoppst dann und dann zoomen wir ran. Das heißt, auf dem Schulhof drehen die Kinder einen Film. Die Schüler wählen ein Angebot nach ihrem Interesse und bleiben in diesem Projekt bis zu den nächsten Ferien. Kamera läuft! Klappe! Großen Andrang gibt es immer bei den Forscherkids. Dann bekommt ihr von mir ein Stück Draht. Und damit hätte ich gern, dass ihr versucht, den Eiswürfel durchzuschneiden. Heute machen die Forscherkids Experimente mit Eiswürfeln. Lust am eigenen Lernen zu wecken, am Entdecken und am Ausprobieren. Das ist das Ziel dieser Arbeit, die oft auch von externen Künstlern und Experten angeboten wird. Diese Leidenschaft, diese Begeisterung, dieser Funke springt über. Und das ist auch das, was ich spannend finde. Auch nach, sag ich mal, 33 Jahren, die ich jetzt hier bin, das berührt mich immer wieder. In der Schulküche sucht Thomas Scheler nach der Zitronenpresse. Wie alle Eltern hat er zweimal im Jahr Küchendienst. Das sind immer die Unwägbarkeiten, wenn man zweimal im Jahr kocht, dass man nicht weiß, wo alles ist. Jeden Tag kochen Thomas Scheler und andere Eltern das Mittagessen für Schüler und Lehrer. Eltern bringen sich aktiv ein in Arbeitsgruppen und Projekten und gestalten das Schulleben mit, nicht nur in der Küche. Es ist zwar stressig, macht aber auch total Spaß, weil man in der Schule ist, man bekommt die ganzen Kinder mit und die ganze Atmosphäre. Sonst ist man ja als Eltern eigentlich auch immer außen vor. Man gibt sein Kind ab und dann ist es 5 Stunden weg und dann kommt es wieder und man bekommt ja gar nichts mit. Die orangefarbene Gruppe ist die einzige altershomogene Gruppe der Schule. Hier machen sich die 5-Jährigen mit den Strukturen der Kinderschule vertraut und lernen schon, dass es Unterschiede gibt und dass jeder seine eigene Lerngeschwindigkeit hat. Eddie, bist du fertig mit deinen 2 Sternen? Nein, du? Das ist natürlich ein Prozess, das verstehen sie nicht sofort in der ersten Gruppe, aber das ist das, was wir hier vermitteln. Es geht nicht nach Geschwindigkeit und alle gleich schnell, sondern es gibt Phasen, wo man sich mehr mit dem einen oder mehr mit dem anderen beschäftigt. Und das ist in Ordnung so und das begleiten wir. Der Andrang an die Schule ist groß. Es kommen 100 Bewerbungen auf 25 Plätze, die im Stadtteil und in der ganzen Stadt verlost werden. Inklusion ist das oberste Ziel der Schulentwicklung an der Kinderschule, die bald auch Kinder aus dem Flüchtlingsheim in der Nachbarschaft aufnehmen möchte. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, verträgt auf jeden Fall Vielfalt und Buntheit. Und wir haben immer wieder die Diskussion, jetzt gerade mit den Flüchtlingen. Ne? Wie viel Vielfalt wollen wir zulassen? Und ich finde, also, wenn ich hier, wo dann? Wo Kinder von klein auf das mit erfahren können. Nicht nur hören, sondern erfahren können. Da ist Schule ein sehr, sehr guter Ort, um das zu beginnen und das zu entwickeln. Und für mich ist es gar nicht anders vorstellbar, muss ich sagen.